zu Gast in Berlin. She is crazy, but in the best sense of the word. So yeah, she's you know, Denmark's a small country. She sticks out in Denmark. Yeah, she's number one down here on iTunes Awards. It's really well. Yeah, it's going well for her. Thumbs up and good luck. We'll have to do a duet with her, I guess. You know. Die Rede von der Verrückten, die bereits in ihrer Heimat Dänemark seit Jahren bekannt ist und mit der Grand Avenue mal ein Duett machen würde, Aura Dion. Diese Woche Platz 1 der Charts mit I Will Love You Monday, hier in der akustischen Version. Columbine heißt ihr Debütalbum. Columbine. Ich habe versucht, einen Titel zu finden, der meine Songs beschreibt. Der Titel für alle meine Songs in einem einzelnen Bild. Ich dachte, Columbine sei ein guter Name, weil es eine alte italienische Geschichte über Harlekine und Columbina, der Liebhaberin von Pierrot, ist. Es ist ein Drama und ich habe versucht, mein Drama auf dieses Album zu packen. Doch dramatisch geht es zumindest bei der aktuellen Single nicht zu, eher tanzbar. Und Aura ist kreativ von Natur aus, wie zu sehen. Natürlich waren es meine Eltern, aber ich hatte das schon in meinen Genen. Ich war schon immer daran interessiert, etwas zu kreieren. Für mich ist es wirklich das Wichtigste, das Beste meinen Fans zu bieten. Ich möchte, dass sie auch ein visuelles Erlebnis haben, wenn sie mich sehen. Ich glaube, das passt gut zur Musik. Hallo, Pauli. How are you? Ich möchte ein Kleid anprobieren. Ich würde dieses gerne probieren. Lass mich dir dieses zeigen. Nicht nur ihr Klamottenstil ist außergewöhnlich. Musikalisch mischt Aura Folk mit elektronischen, packt ein bisschen Country, Pop und Dub drauf und spielt mit sonderbaren Instrumentierungen. Menschen wollen üblicherweise wissen, woher die Songs kommen. Ich denke aber, dass die meisten Künstler das gar nicht wissen. Das kommt natürlich darauf an, wie du schreibst. Aber ich glaube, echte Kunst und Originale kommen von der stillen Gegend in dir drin. Ich habe ein Lied auf dem Album, das heißt Something from Nothing. Darin versuche ich, das Gefühl zu beschreiben, der Stille. Es ist eine Stille, die Musik macht. Hört sich vielleicht lustig an, aber ich glaube, wir müssen nicht alles wissen. Und wir können auch gar nicht alles wissen. Wenn Menschen Kunst oder Musik machen, wollen alle es in Kategorien packen oder die Formel dafür wissen. Aber es ist keine Wissenschaft, keine Mathematik. Es ist das Universum, sogar größer als dieses. Und das ist eigentlich auch egal. Richtig, Hauptsache es hört sich gut an und sieht ansprechend aus. Das Verrückteste ist wirklich, dass ich nicht mehr alleine bin. Allein mit meiner Musik, nicht mehr daheim auf der Couch für meine Mutter, meine Katze oder zwei Freunden zu spielen. Ich teile sie nun mit der Welt und das ist verdammt aufregend. Es ist auch sehr turbulent und das kommt ja auch nicht von ungefähr. Da steckt ganz viel Arbeit dahinter, unzählige Stunden, viele Anstrengungen und du musst das schon wirklich wollen, um es zu bekommen. Für mich, da ich schon etwas speziell bin in der Art und Weise, wie ich Sachen anpacke, brauche ich Leute, die das verstehen, welches Bild ich versuche darzustellen. Du brauchst jemanden, der dich unterstützt und an dich glaubt. Ich denke jetzt aber, diese Menschen gefunden zu haben. Das, was ich mir schon immer gewünscht habe. Ich bin also sehr aufgeregt über 2010, denn jetzt ist es meine Zeit zu strahlen. Dann lassen wir Aura Dion doch mal strahlen.